Sind Intels A-Grafikkarten jetzt der große Knaller? Hallo Freunde der hohen Mainboard-Preise und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und ja, ihr habt genau richtig auf den Kalender geguckt. Es ist schon wieder Wochenende. Ein News-Video nach dem anderen haut der Monty raus. Kein Wunder, dass die Zeit so schnell vergeht. Und auch im heutigen News-Video gibt es wieder News satt so nah zu allen aktuellen Themen. Nur AMDs Ryzen 7000 muss heute leider draußen bleiben. Dazu ist es einfach zu ruhig. Naja, was soll es auch noch groß Neues dazu geben? Die Teile sind raus und umfangreich getestet worden. Und wisst ihr was? Damit ihr jetzt nicht allzu lange aufs Wochenende warten müsst, fangen wir einfach mal direkt an mit News Nummer 1. Und genau diese News bezieht sich nur direkt auf meine Begrüßung. Denn nicht nur RTX 4000 Grafikkarten sind verdammt teuer, sondern natürlich auch Mainboards. Zumindest die der neuen Generation. Über die AM5 Mainboards von AMD sprach ich ja erst vor kurzem. Da geht es aktuell ja erst bei 300 Euro los. Und selbst die B650 Boards werden nur etwas günstiger werden. Aber auch für Intels Raptor Lake CPUs wird es neue Mainboards geben. Auch wenn diese eigentlich gar nicht unbedingt nötig sind. Denn die guten alten Z690 und B660 Boards, die tun es eigentlich auch noch ganz gut. Trotzdem sind auch bei den 790er Boards die Preise extrem hoch. Das kann jetzt zumindest an ersten Listungen diverser Jobs gesehen werden. Und so traurig es ist, auch hier wird das gleiche Spiel wie bei AMD durchgezogen. Aber zumindest ein Hauch günstiger. Hauptsächlich sind erstmal Asus und MSI Boards gelistet. Und das günstigste Z790 Board, das ich aktuell finden konnte, ist das Asus Prime Z790M Plus DDR4 für 285 Euro bei Alternate. Aber bedenkt, es ist ein DDR4 Board. Man vergleicht hier also eigentlich AMDs Äpfel mit Intels Bier. Bei DDR5 geht es nämlich erst bei knapp 300 Euro los. Und wie immer sind nach oben natürlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Das Asus ROG Maximus Z790 Extrem kostet stolze 1429 Euro. Und ich dachte schon, mein altes Z590 Maximus Extreme wäre mit knapp 900 Euro schon ziemlich teuer gewesen. Kranke Welt aktuell. Aber günstigere Chipsätze, die kommen natürlich noch. Hoffen wir mal, dass auch hier die 200 Euro schnell geknackt werden. Ja, bevor es weitergeht mit Preisen der Intel Raptor Lake CPUs, gibt es nun noch etwas Werbung. Und zwar genau zu diesen Produkten hier. Und der heutige Videosponsor ist A-Pacer. Was, ihr kennt A-Pacer noch nicht? Dann ändern wir das aber mal ganz schnell. Denn A-Pacer bietet genau das richtige Programm, um euren Gaming-PC mal so richtig ordentlich Beine zu machen. Ob Arbeitsspeicher, SSDs, USB-Laufwerke, Speicherkarten, hier ist einfach alles mit an Bord. Und heute möchte ich euch ein paar Produkte aus dem Bereich SSDs und Arbeitsspeicher vorstellen. Denn zum einen bietet A-Pacer natürlich auch schnellen Gaming-Arbeitsspeicher an. Natürlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und natürlich auch Kits. Der A-Pacer NOX RGB DDR4 bietet noch dazu volle RGB-Unterstützung der gängigsten Hersteller. Aber natürlich auch der neueste DDR5-Standard ist mit an Bord mit dem NOX DDR5-Speichermodulen hier. In dieser Version noch dazu übrigens außerordentlich platzsparend und klein mit dem niedrigen Kühler, sodass auch hier wirklich jeder CPU-Kühler Platz finden sollte. Das Highlight sind aber natürlich die extrem schnellen A-Pacer SSDs mit Benchmark-Werten, die sogar mich überrascht haben. Die PCI Express 3.0 SSD AS2280 P4U erreicht im Crystal Disk Magma im stolze 3,2 GB lesend und 2,5 GB schreibend. Die Krone setzt dem aber natürlich das PCI Express 4.0 Geschoss, die AS2280 Q4U auf. Der rasenschnelle Controller mit neuester Speichertechnologie sorgt für wahnwitzige über 7 GB die Sekunde an Übertragung. Beim Lesen. Ihr seht also, A-Pacer steht für feinste Technik zu noch dazu ordentlichen Preisen. Zu bestellen ist das Ganze übrigens aktuell exklusiv über alternate.de. Alle Links zu den hier vorgestellten Produkten und zu A-Pacer findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und wie schon angekündigt, hier noch ein kleines Update zu den Intel Raptor Lake CPUs, die am 20. Oktober in den Handel kommen sollen. Hier listet Case King mittlerweile das komplette Programm zu allen 6 erscheinenden CPUs mit übrigens realistischen Preisen auf, die wohl jetzt keine Platzhalter sein werden. Und das Ganze orientiert sich auch weiterhin stark an den AMD Ryzen 7000 CPUs, wobei der 13900K etwas günstiger sein wird als der 7950X von AMD. Der Einstieg beginnt mit dem 13600K für 374,90 Euro, also ein wenig teurer als der 7600X von AMD. Dafür bietet dieser aber auch deutlich mehr Anwendungsleistung mit seinen insgesamt 14 Kernen.
Auch der Intel 13700KF liegt leicht über dem 7700X von AMD mit rund 500 Euro. Dafür bietet dieser aber ziemlich genau das Niveau des 12900K von Intel und dürfte damit auch ziemlich genau die gleiche Leistung abliefern. Das Topmodell, der 13900K, kostet 750 Euro bzw. 715 Euro in der F-Variante. Man muss aber auch ja eigentlich die ohne F vergleichen, da AMD ja jetzt mittlerweile auch die integrierten GPUs mit anbietet. Der 13900K liegt aber schon 100 Euro unter dem 7950X, dürfte mit diesem aber in Anwendung und Spielen, ja, ich würde mal sagen, grob gleichziehen. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, ob die Preise auch nach Release noch Bestand haben. Übrigens scheinen die Raptor-Lake CPUs doch noch einiges an Übertaktungspotenzial zu haben, denn man mag es kaum glauben, auf der Intel Creator Challenge wurde dem 13900K mal eben lockere 8,2 GHz entlockt. Der Splave war der glückliche Gewinner, der den 13900K mit flüssigem Stickstoff die 8,2 GHz entlockte. Natürlich nur auf einem einzigen Kern. Auf allen Kernen war aber immer ein bis zu 6,3 GHz drin, was natürlich auch nicht so ganz ohne ist. Und das ist mehr als beim 12900K, der nur 7,6 GHz schaffte. Intel hat hier halt wohl noch so einiges optimieren können, obwohl es ja eigentlich nur ein Alder Lake Refresh ist. Und es nützt alles nichts, wir müssen heute auch über Intels Arc A760 und 750 sprechen. Meine Testkarte von S-Rock ist leider immer noch nicht eingetroffen, macht aber eigentlich überhaupt gar nichts. Massen an Reviews zu A770 und A750 sind nämlich online und da ergibt es von mir hier auch eine kurze Zusammenfassung. Und wie immer empfehle ich die deutschen Artikel von Computerbase, von Hardwarelux und von den Kollegen der PC Games Hardware, die ich natürlich wie immer unter dem Video hier verlinkt habe und hier solltet ihr unbedingt mal reingucken. Insgesamt lässt sich sagen, die Arc A770 und 750 laufen besser als gedacht, aber nicht so gut wie erhofft. In der Spieleperformance wird je nach Spiel die RTX 3060 zwar geschlagen, aber an eine 3060 Ti oder gar 3070 kommt sie beim besten Willen nicht heran. Aber das könnte sich natürlich noch ändern, denn die Treiber sind weiterhin natürlich in der Entwicklung, da sie halt aktuell nur auf DirectX 12 Spiele ausgelegt sind. Womit wir auch beim großen Problem von Intel Arc sind. Es ist halt so wie befürchtet, DirectX 9 läuft nur emuliert. Und die Leistungseinbußen, die sind durchaus sehr hoch. Auch die Frametimes sollen spürbar darunter leiden, sodass sich der Spaß bei zum Beispiel CSGO wohl so ein bisschen in Grenzen halten könnte. Aber wie erwartet sind die Arc-Grafikkarten in Anwendung sehr, sehr stark. Ob Encoding, Decoding oder mein beliebtes Premiere Pro. Hier liefert Arc richtig ab und kann teils mit deutlich stärkeren Grafikkarten mithalten. Aber auch das war zu erwarten. Auch das Raytracing ist übrigens richtig stark und eben nicht wie erwartet nur ein Möchtegern-Raytracing. Nein, es ist nahezu gleich schnell wie bei Nvidia und liegt damit sogar deutlich vor AMD. Hier muss ich ganz klar meinen Hut vor Intel ziehen, denn damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Leider kann aber die neue XESS-Technik noch nicht ganz mithalten. Aber auch diese ist natürlich stetig in Entwicklung und wird noch deutlich mehr Leistung aus den Karten herauskitzeln können. Aber, und nun kommt das Aber, Arc-Grafikkarten ohne Resizable Bar sollte man nicht einsetzen. Bis zu 25% Leistung verlieren die Karten und das ist einfach viel zu viel. Also sind die Karten für ältere Systeme komplett ungeeignet. Weiterhin ist die Leistungsaufnahme recht hoch. Bei gleichen FPS ist die RTX 3060 spürbar sparsamer. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. In Windows Idle verbrauchen die Grafikkarten 40 bis 50 Watt. Sorry Intel, das ist ein absolutes No-Go. Aber die Leistungsaufnahme wurde von Intel auch so bestätigt. Nvidia und AMD liegen teils im einstelligen Bereich. Und hier muss unbedingt was passieren, gerade in der heutigen Zeit. Da kann im Schnitt ja eigentlich eine RTX 4090 sogar noch sparsamer sein, wenn man die Idle-Zeit jetzt mal mit hinzurechnet. Positiv und negativ zugleich sind die Treiber, die sind deutlich verbessert und es gibt so gut wie keine Abstürze mehr. Hier und da gibt es zwar immer noch Probleme wie Grafikfehler und doch mal einen Absturz, aber Intel hat wohl richtig nachgelegt und mit dem letzten Treiber für eine durchaus angenehme Umgebung gesorgt. Trotzdem bleiben Intel Arc-Grafikkarten aber vorerst nur was für Experten. Denn ohne Fachwissen wird man mit den Teilen, glaube ich, nicht so ganz glücklich werden. Es sind halt erstmal so reine Nerd-Karten. Preislich liegen die Karten in US-Dollar eigentlich ganz gut. Leider macht ihnen aber der schlechte Euro-Kurs sicherlich noch zu schaffen, sodass ein Preis unterhalb der RTX 3060 wohl schwer realisierbar ist. Aber wir warten einfach erstmal ab, bis die Karten draußen sind. Aber
Und das muss man neidlos anerkennen. Intel hat es tatsächlich noch geschafft, brauchbare und auch funktionierende Grafikkarten auf den Markt zu bringen. Und der Aufwand dahinter, der dürfte schlicht gigantisch sein. Es wäre nur einfach schön gewesen, wenn Intel etwas kommunikativer gewesen wäre und nicht gleich am Anfang so großspurig aufgetreten wäre. Dann würde man Intel die schlechte PR vielleicht auch verzeihen. Trotzdem, ein dritter Hersteller ist am Markt, der mit seiner ersten Generation sicherlich nicht der große Wurf gelungen ist. Nicht so wie mir bei der 1070 Ti. Aua. Aber er wird nicht so schnell vom Markt verschwinden und in wenigen Jahren AMD und Nvidia das Leben sicherlich schwer machen. An die Leistung einer RTX 4090 wird Intel so schnell sicherlich nicht kratzen, aber das ist auch gar nicht nötig. Trotzdem ist die 4090 ein Geschoss und wird in wenigen Tagen auf den Markt kommen. Viele Testkarten sind ja mittlerweile unterwegs, durften bisher aber leider nur geunboxed werden. Wow, Unboxing-Videos, wie spannend, Nvidia. Naja, darauf kann ich jedenfalls durchaus verzichten. Aber was sich immer mehr abzeichnet, ist nun wohl wahr, denn die 4090 hat noch einiges an Taktpotenzial, das man aber erst noch freischalten muss. Laut Nvidia sind 2,85 GHz mit der 4090 problemlos möglich. Aber auf Bilibili ist nun zu sehen, dass auch noch deutlich mehr geht. Denn hier gibt es Screenshots der 4090 mit stolzen 3000 MHz im MSI Combustor. Und die laufen mit 426 Watt sogar noch unter der maximalen TDP. Ein weiterer Screenshot belegt aber auch, dass in Sachen TDP, wie erwartet, deutlich mehr drin ist. Hier werden 616 Watt angezeigt. Der Takt ist zwar mit 2,64 GHz deutlich niedriger, aber das hat wohl eher mit dem laufenden Firmware zu tun, der auf jeden Fall sehr, sehr fordernd ist. Schade nur, dass man die GPU-Temperaturen nirgends findet, die sicherlich nicht ganz von Pappe sind. Aber das Potenzial der RTX 4090 scheint enorm zu sein und Nvidia scheint wohl die Brechstange nicht allzu heftig angesetzt haben. Was ich übrigens gut finde, wobei die 450 Watt, die sind ja eigentlich schon krank genug. Ach, wenn doch nur der Preis nicht so hoch wäre. So eine 4090, die wird mir glaube ich schon ziemlich gut stehen, oder nicht? Dann muss es halt eine RTX 4080 16 GB werden, auch wenn selbst diese mir noch ein bisschen zu teuer ist. Wenn ich zuschlage, dann aber sicherlich eher bei der 12 GB Variante oder bei meiner 1070 Ti. Trotzdem geht es um die große 16 GB Karte, denn man höre und staune, erste Benchmarks sind aufgetaucht und das lange vor Release und ja, das Seltsame, lange bevor ein Treiber die Karte überhaupt unterstützt. Wie geht das? Keine Ahnung. Die Benchmarks sehen jedenfalls echt aus und bei Chipel da tauchen auch relativ selten Fakes auf. Die Werte im Firestrike Ultra und Timespy Extreme sind übrigens auch Ultra und Extrem und schlagen alle aktuell erhältlichen Grafikkarten. 13.977 Punkte im Timespy. Eine RTX 3090 Ti schafft hier nicht mal die 11.000 Punkte. Und auch die von mir im neuesten das Monty PC getestete RX 6900 XT schafft gerade eben die 10.000 Punkte. Auf jeden Fall Respekt. Im Firestrike Ultra das gleiche Bild, 17.465 Punkte für die 4080 16 GB, also 20% schneller als die RTX 3090 Ti und 18% schneller als eine RX 6900 XT. Im 3D Mark Port Royal sieht AMD dann aber kein Land mehr. Kein Wunder, ist das doch der Raytracing Benchmark. Aber die extreme erwartete Raytracing Leistung ist hier nicht zu sehen. Lediglich 16% schneller als die 3090 Ti mit 17.607 Punkten. Und das ist zu wenig, wenn man doch bedenkt, was Nvidia zur massiven Verbesserung von Raytracing mit RTX 4000 gesagt hat. Ja, ich muss sagen, das enttäuscht mich doch so ein bisschen. Aber es sind halt nur synthetische Tests. Erst die echten unabhängigen Reviews werden zeigen, was die 4080 16 GB wirklich drauf hat. Und das wird mindestens noch einen Monat dauern. Apropos einen Monat dauern, so ziemlich genau in einem Monat soll AMD ja seine RX 7000 Grafikkarten mit ADNR3 Technik vorstellen, beziehungsweise laut eigenem Tweet launchen. Man sprach aber schon sehr, sehr früh darüber, dass es wohl eher eine Vorstellung als ein Launch ist. Der soll angeblich nämlich deutlich später kommen. Trotzdem bleibe ich dabei, AMD hat doch ganz klar Launch geschrieben. Was soll das denn bitte, wenn es nicht stimmt? Jedenfalls hat der Gramin55 mal wieder einen seiner kryptischen Tweets losgelassen, der wieder für wilde Spekulationen sorgte. Er dürfte sich auf den Launch oder die echte Vorstellung von ADNR3 beziehen, was nur zwei Schlüsse zulässt. Zum einen könnte der echte Launch dann am 22. November stattfinden oder die Vorstellung am 22. Oktober, womit der Launch am 3. November dann ja durchaus passen könnte. Auch wenn ich den 3. November gerne als echtes Launchdatum hätte, tippe ich hier tatsächlich ja eher auf den 22. November.
Fakt ist aber trotzdem, am 3. November wird einiges bei AMD passieren. Und wenn die Zeit es zulässt, bin ich wieder live auf meinem Twitch-Kanal, das Monty, mit dabei. Und ihr hoffentlich auch. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und ich bin ja kein Freund des Ausspruchs, früher war alles besser. Ja, es fühlt sich oft so an, aber wenn man doch ehrlich ist, war es das nicht immer, oder? Aber einiges war schon besser. Und ich liebe ja Kommentare, die sich so auf die frühere Retro-Computerzeit bezieht, so wie der von Fred hier. Die beste Zeit in meinem Leben war die des C64 und Amiga 500. Damals hatte sich keiner einen Kopf über irgendwelche Grafikkarten machen müssen, auch wenn die Homecomputer recht teuer waren. Allerdings waren die Grafikeinheiten die gleichen bei den damaligen Modellen. Eine Speichererweiterung und ein zweites Diskettenlaufwerk waren damals der Luxus, den man heute für die Grafikkarte bezahlt. Damals gab es auch einen Schwarzmarkt, was die Spiele angeht, oder man tauschte diese auf dem Schulhof. Und ja, genau so ist es. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Vielleicht nicht unbedingt besser als heute, aber man erinnert sich auf jeden Fall gerne zurück. Ich selbst habe allerdings mit einem Schneider CPC wie diesem hier angefangen, wobei meiner noch ein 464 mit Kassettenlaufwerk war. Der hier hatte schon Diskette. Trotzdem war eins definitiv besser damals, denn durch die immer gleiche Hardware mussten sich die Hersteller von Spielen viel mehr anstrengen und das Maximale aus den Kisten herausholen. Die Grafik und die Technik der Spiele wurden im Laufe der Jahre immer und immer besser und das komplett ohne neue Technik. Und das hatte natürlich schon was. Ja, heute ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Die Spiele, die ruckeln, ja, da muss halt neue Hardware her. Ja, und was man zum Beispiel aus einem steinalten C64 noch herausholen kann, das sieht man gut an der nagelneuen Eye of the Beholder Portierung. Dort arbeitet übrigens auch ein Bekannter von mir mit an der Grafik. Gruß geht auf jeden Fall raus an Oliver. Ja, und alle, die wissen, was der C64 kann oder halt nicht kann, die werden nicht glauben, was sie hier sehen. Alle, die mit Retro-Computern aber nichts am Hut haben, die werden natürlich trotzdem sagen, was ist denn das für ein Pixelbrei? Aber nun geht es in eine ganz andere Richtung. Wir sprechen nun nämlich über die Next-Gen-Konsolen, PlayStation 5 und die Xbox Series-Konsolen. Dazu wollte ich nämlich mal was in der letzten Umfrage von euch wissen. Besitzt du eine Next-Gen-Konsole? Na klar, besitzt die mehr keine. Auf meinem Kanal geht es ja auch meist um PC-Hardware. Daher war das natürlich zu erwarten mit den 61%. Trotzdem sind einige Freunde der PlayStation 5 zum Beispiel dabei mit 19% sogar klar in Führung. Die Xbox Series X liegt mit 9% klar dahinter und die Series S fristet mit 3% nur ein Schattendasein. Naja, für den Preis ist sie einfach zu leistungsschwach, ja, aber jetzt trotzdem nicht unbedingt eine schlechte Konsole. Aber 9% haben noch vor, sich eine zu kaufen. Naja, wenn es eine PlayStation 5 ist, wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Glück, denn die ist weiterhin überall ausverkauft. Ja, ziemlich schade, aber was soll man machen? Naja, abonnieren und liken am besten dieses Videos, denn nur so kann mein Kanal noch größer werden und ich für Nvidia vielleicht endlich mal relevant genug für eine RTX 4090 Testgrafikkarte. Ja, okay, bis es soweit ist, wird es sicherlich schon eine RTX 4090 geben, aber los Leute, Support ist doch kein Mord. Und ich wünsche euch mal wieder ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.